Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder der Robert Schabloni. Und heute haben wir eine Sendung über die Stromstärke. Die Stromstärke ist eine wichtige Größe, die zum Stromkreis gehört. Ich zeichne hier nochmal ein Schaltbild von einem ganz einfachen Stromkreis. In diesem Stromkreis gibt es nur die Spannungsquelle, eine Lampe und einen Widerstand. Die wichtigen physikalischen Größen, um so einen Stromkreis zu beschreiben, sind die Spannung, die Stromstärke und der Widerstand. Und die Stromstärke ist das, worum es hier in dieser Sendung gehen soll. Die Stromstärke bewirkt in diesem Fall, dass die Lampe leuchtet. Es gibt ja verschiedene Arten von Strömen. Es gibt ja nicht nur den elektrischen Strom, sondern es gibt ja auch in anderen Situationen Ströme, zum Beispiel im Straßenverkehr. Ich habe hier mal eine Straße hingezeichnet und ich lasse da jetzt mal so ein paar Autos drüber fahren. Ich wische die Straße jetzt mal wieder weg und wir wollen jetzt mal aufschreiben, wie stark der Verkehr auf dieser Straße jetzt gewesen ist. Um das zu bestimmen, definieren wir uns die Stromstärke, in diesem Fall der Verkehrsstrom, und dann messen wir einfach, wie viele Autos sind da gefahren und in welcher Zeit ist das passiert. Und diese beiden Größen, die teilen wir dann durcheinander. In diesem Beispiel waren das drei Autos. Und wenn jetzt jemand an der Straße gestanden hätte und die Autos gezählt hätte, dann hätte er ungefähr 10 Sekunden warten müssen, bis das letzte Auto vorbeigefahren ist. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.